Hallo YouTube, schönen guten Tag. Wir befinden uns gerade in einer Echtzeitübertragung bei Twitch, bei der du theoretisch vorbeigucken könntest, denn wir sind jeden Dienstag und, nicht jeden Dienstag, aber jede Woche von Dienstag bis Sonntag ab 14 Uhr live. Und zwar haben die letzten Tage ein, zwei Fragen gestellt. Und zwar, mit was für einer Hardware würdest du in 2024 beginnen? Und was würdest du dir aktuell kaufen? Und ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht und bin ehrlich gesagt noch nicht wirklich schlauer geworden, wie ich das aufbauen kann, um euch das da draußen vernünftig und sinnvoll aufzuschlüsseln. Jetzt habe ich mir folgende Überlegung gemacht, dass ich selber euch sage, was ich mir kaufen würde. Ich persönlich, also nicht als Empfehlung oder sonstiges dergleichen, sondern was ich mir kaufen würde. Und das machen wir jetzt gleich mal. Aber eine kleine Anmerkung an der Stelle. Ich möchte darauf hinweisen, dass es dazu nochmal ein Folgevideo gibt, wenn ich ein vernünftiges System rausgefunden habe, wie ich euch Sachen sozusagen als Bundles zusammenbauen kann, dass ihr euch das selber raussuchen könnt. Dafür bräuchte ich aber von euch ein bisschen Feedback, was ihr mir mal geben könntet, nach welchen Parametern ihr beispielsweise eure Simracing-Hardware raussucht. Also schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Jetzt gehen wir aber mal ganz kurz in die Liste rein, damit ihr beziehungsweise du da draußen auch diese Problematik versteht, die dabei entsteht, warum ich mir diesbezüglich nicht so schlüssig bin. Und zwar habe ich mir heute alles mal so niedergeschrieben. Und wie ihr seht, ist ab einem gewissen Budget wie 1500 Euro, also unter 2 und ab 2, nehmen die Kombinationen einfach so exorbitant zu, dass wir in der Theorie ein 5-Stunden-Video machen könnten zu diesem Thema. Deswegen fangen wir heute damit an, was ich mir in 2024 kaufen würde. Und zwar würde ich das trotzdem in 3 Segmente einteilen. Also sowohl in die Segmente, die ihr jetzt seht, also nicht nur 3, sondern sogar in 4 Segmente einteilen, damit du später mir diesbezüglich Feedback geben kannst und ich das ein bisschen generalüberholter für dich machen kann. Also was würde ich denn jetzt unter 500 Euro kaufen? Bevor wir das jetzt tun, lass mich mal schnell noch ein, zwei Disclaimer raushauen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir hier den PC rausrechnen, die Monitore rausrechnen und das Rig ist auch ausgeschlossen. Das heißt, alles andere hast du zu Hause, bis auf Wheelbase, Pedale und Lenkrad. Dazu möchte ich nochmal sagen, dass wir auch alles rauslassen, was mit Gebrauchtware zu tun hat. Weil Gebrauchtware kann ich euch nicht, also das nimmt auch einfach Ausmaße an, die völlig bescheuert sind. Der Gebrauchtwarenmarkt ist aber trotzdem vorhanden und ihr findet auch bei den meisten Streamern, die haben so eine Verkaufsecke, da könnt ihr reingucken und bei eBay findet ihr auch eine Menge. Deswegen sprechen wir hier gerade in dem Video nur über Neuware. Ausschließlich Neuware, nichts Gebrauchtes. Das heißt also, was würde ich mir denn jetzt aktuell für 500 oder für unter 500 Euro kaufen? Und ich habe heute sehr lange da gesessen und habe mir mal ein paar Gedanken gemacht darüber, was kann man denn mit 500 Euro wirklich anstellen. Und ich habe mal geguckt, also eine Mose F5 Bundle, Pedale, Lenkrad und Wheelbase würdest du für 509 Euro kriegen. Du könntest eine Camus C5 bekommen mit Pedale für 399 Euro und du könntest dir halt für 399,85 € bei Fanatec das Bundle kaufen. Und was ich mir jetzt kaufen würde, 2024, wäre das Fanatec Bundle. Weil ich hätte die Möglichkeit, mit einem bisschen, ja, mit wirklich ein bisschen finanziellen Mitteln die Wheelbase auf 8 Newtonmeter zu kriegen. Dafür gibt es Anleitungen im Internet, wie man sich das Netzteil für günstiger besorgen könnte, weil man muss nicht das von Fanatec für 180 Euro kaufen und somit hättest du hier nicht 5 Newtonmeter, sondern potenziell sogar 8 Newtonmeter. Man muss aber dazu sagen, dass bei Fanatec schon aktuell 1, 2, 3 Missstände herrschen, weil dort ist halt der Kundensupport gerade noch katastrophal. Sie arbeiten dran, zumindest seit letztem Wissensstand. Und es sind super viele Dinge einfach nicht verfügbar. Das wäre für mich aber für 500 Euro ein super Einstieg. Ich würde persönlich, wenn ich später upgrade, das komplett austauschen. Und mit komplett meine ich komplett. Weil es super schwierig ist, gerade Ware von Fanatec zu bekommen. Also gerade was zum Beispiel Quick Releases angeht, bei den Bundles etc. pp. Und deswegen wären für mich jetzt gerade der perfekte Einstieg, wenn ich selber für unter 500 Euro mir was kaufen wollen würde, wäre es das Fanatec CSLDD Bundle. Und wirklich nur dieses Bundle. Kein anderes. Kein McLaren Wheel oder sonstiges dergleichen. Nur das. Nichts anderes.
Darauf möchte ich extra noch aufmerksam machen, weil manche Menschen geben dann 200, 300, 400 Euro mehr aus, um sich Quick Releases und andere Wheels zu kaufen. Das braucht ja am Anfang alles nicht, weil ich sage mal so, du möchtest ja einsteigen in die ganze Thematik und dich erstmal ausprobieren, was ich sowieso jedem mal ans Herz legen würde, sich irgendwo mal ja einen Laden zu suchen, beziehungsweise es gibt ja so ein paar Cafés, wo man das machen kann. Bei JP gibt's was, in Raum Stuttgart gibt's was, in Hessen gibt's auch was, am Nürburgring, ne? Also es ist schon breit gefächert und verteilt in ganz Deutschland, wo man das mal ausprobieren kann. In Österreich, glaube ich, gab's auch was, in der Schweiz auch. Also mal Probe fahren wäre sowieso nicht schlecht, um erstmal zu gucken, ob das was für einen ist. So, was würde ich mir denn jetzt für unter 1000 Euro kaufen? Bei unter 1000 Euro würde ich mir eine R9 kaufen, einen KS-Wheel und die SRP-Light-Pedale. Warum nehme ich jetzt diese Kombination? Weil beispielsweise bei Pedalen, also Pedale sind immer so ein Kostenpunkt, das ist gar nicht so einfach, die abzudecken. Wir können jetzt an der Stelle noch Fanatec CSL Elite V2 Pedale nehmen, die lasse ich aber mal mit außen vor, aufgrund der Missstände, die jetzt gerade herrschen und Verfügbarkeit bei Fanatec. Ich möchte extra an der Stelle nochmal anmerken, dieses Problem hat nicht jeder, die Probleme sind so 50-50, 60-40, also womit ich aber Schwierigkeiten habe zu sagen, da würde ich jetzt einfach dahin gehen und mir die auch noch extra kaufen, wenn ich nicht unbedingt weiß, wie der Hase da läuft. Deswegen, für mich wäre jetzt, meine persönliche Wahl wäre die Moser R9 V2 und das KS-Wheel dazu, was ich persönlich auch schon in der Hand hatte, auch die Moser R9, und das wirklich eine sehr gute Kombination ist. Und die SRP-Light-Pedale funktionieren auch wunderbar, und das Ganze könnte man theoretisch sogar noch am Schreibtisch fahren. Dazu bräuchte man kein Rig. Was würde ich mir denn jetzt für unter 1500 Euro kosten? Wie ihr seht, habe ich hier schon auch in der Liste ein paar mehr Bundles zusammengebaut, und das ist auch, die Auswahl ist groß, und ich habe heute auch das erste Mal verstanden, warum einige von euch Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, was sie sich kaufen wollen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine Sache und ausschließlich eine Sache, dann würde ich mir für unter 1500 Euro das Azitecler Prima Bundle kaufen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil für mich qualitativ Azitec über Moser ist. Ich habe von Azitec mittlerweile alle drei Wheelbases mal gefahren. Nicht zu Hause. Zu Hause habe ich die Azitec Invicta. Aber gefahren bin ich alles schon mal. Und qualitativ lässt sowohl das La Prima Bundle, also das La Prima Bundle ist auf einem sehr guten Level, was die Qualität angeht, gilt halt für Ford etc. pp. Auch. Da sind ja dann noch ein paar Unterschiede, logischerweise, warum sie dann noch teurer wären. Und in der Theorie hättest du bei dem Azitec La Prima Bundle auch noch die Möglichkeit, später abzugraden auf das Forte Bundle mit Platine etc. pp., wenn die Upgrade-Kits kommen. Das heißt, da wäre man theoretisch auch noch ein bisschen zukunftssicherer und hätte dort die Möglichkeit, das später abzugraden. Ich habe auch mal geguckt, wie es mit Simmagic aussieht bei unter 5.1.5. Aber das wird dann nachher schon enge, weil wenn wir jetzt mal hier unten uns die Preise angucken, von Simmagic würde die Mini 649 Euro kosten. Das heißt, wir hätten Pi mal Öre noch 800 Euro übrig für einen Wheel und Pedale. Das würde funktionieren. Also wenn wir jetzt beispielsweise uns das Neo nehmen für 349, dann haben wir immer noch 500 Euro übrig für die Pedale, und dann könnten wir das... Da fällt mir gerade auf, ich habe ein Bundle vergessen. Da fällt mir selber gerade auf, seht ihr, und deswegen mache ich dieses Video erstmal nur für mich und nicht für euch. Da fällt mir gerade auf, das würden wir sogar unter die 1500 Euro noch reinkriegen. Tja, wir machen live noch Änderung an der ganzen Sache. Wir gehen bei Simmagic rein, und dann hätten wir die Alpha Mini plus GT Neo plus P1000. Zweier Set. Das kostet 485. Was haben wir gesagt? Das kostet 349. 349, und das wären 649. Und dann sind wir bei 900, 1000. Das passt ja optimal. Spitzenmäßig, das passt ja optimal. Ich würde trotzdem bei dem Azitec Bundle bleiben, aufgrund der Tatsache, dass ich später die Möglichkeit habe, das noch abzugraden, wenn ich das möchte. Bei der Alpha Mini hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit, das Ganze noch aufzubohren und zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Alpha vom Niveau her. Und deswegen finde ich, ist das hier, was die Zukunft angeht, also was heißt Zukunft, aber du kannst halt die Wheelbase theoretisch auch noch upgraden und sie etwas stärker machen.
Und bei den Pedalen ist genau dasselbe. Weswegen ich für mich persönlich für 1479 Euro, das ist übrigens aufgerundet, das ist 78 und ein paar Cent, würde ich mir das Asitec Bundle kaufen. Für unter 2000 Euro, da hört es dann nämlich nachher schon wieder auf, weil das nächste Bundle von Asitec passt hier definitiv nicht rein, weil das nächste wäre das Asitec Forte Bundle. Das würde 2200 Euro kosten. Weswegen wir für unter 2000 Euro in der Theorie dann schon ganz entspannt auf Simmagic wechseln könnten. Also da können wir dann die Simmagic Alpha nehmen. Die ist mit 899 Euro ist sie dabei. Die hat richtig Dunst drauf. Und dann könntest du theoretisch schon auch das Dreier-Set nehmen von den PR1000-Pedalen. Du könntest dir VRS-Pedale holen. Also die Liste ist ziemlich groß, ne? Wenn wir jetzt mal gucken, wir könnten ja mal Pi mal Öre rechnen, so zwischen 500 und 1000 Euro, da könnten wir schon Conspit-Pedale nehmen, VRS-Pedale, Nuus können wir nehmen, Heusiwell Sprint, wir könnten auch in die Asitec Invicta-Pedale gehen. Also auf der Homepage gibt es diesbezüglich eine Übersicht, die könnt ihr euch dann auch ansehen, die findet ihr, wenn ihr hier oben auf Guides geht und dann auf welche Pedale. Dort ist alles mal ein bisschen beschrieben und ihr könnt hier einfach mal reinschauen, was ihr für was bezahlen würdet und ob ihr die upgraden könnt, ob ihr die umbauen könnt etc. pp. Was wir jetzt hier gerade auch versuchen zu machen für die restliche Hardware, um euch ein bisschen unter die Arme zu greifen beim Einkauf. Also ich persönlich, wenn ich mir jetzt Pedale aussuchen würde, ich würde nur Evo 2 fahren, das sind ja meine Lieblingspedale. Und da würde ich für 639 Euro würde ich reingehen und dann würde ich einfach dazu das Lenkrad, würde ich das GT Neo nehmen und das wäre dann für unter 2000 Euro wäre das mein Set, was ich mir kaufen würde und da bleibt dann noch ein bisschen was übrig an Geld und das kann man sich ja weglegen oder schön ausgehen oder irgendwas Feines machen. Das würde ich mir für unter 2000 Euro kaufen. Wie ihr seht, gibt es hier auch noch ein paar andere Bundle, die mit drin sind. Das ist halt für die Zukunft, für das nächste Video, was ich euch am Anfang schon erzählt habe, wo wir gerade darauf hinarbeiten. So, wenn wir über 2000 Euro sind, da ist ja Budget eigentlich frei. Müssen wir ganz ehrlich sagen, da könnten wir jetzt sagen, wir könnten uns Active Pedals holen und so weiter und so fort. Aber ich bleibe mal realistisch und ich nehme mal mein Daily Driver, den ich habe, weil ehrlich gesagt möchte ich den nicht mehr tauschen. Also ich will nichts tauschen, damit bin ich sehr zufrieden. Natürlich könnte man da immer noch ein paar andere Sachen machen und ein paar andere Sachen einkaufen und ein paar Upgrades tätigen. Aber mein Daily Driver wäre eine Simocube 2 Pro, das Wheel von Cube Controls, was aktuell drin ist, das AMG Wheel und als Pedale ist das Dreier-Set von den Nuos drin, Nuo Evo 2. Eine Kleinigkeit würde ich vielleicht noch wechseln beim Lenkrad, aber dann müssen wir natürlich auch Pedale etc. pp. Alles noch durchwechseln. Aber wenn es wirklich danach gehen würde, was ich heute zum Stand jetzt, wenn ich es mir neu kaufen würde, würde ich mir wirklich eine Simocube 2 Pro kaufen. Ich würde mir Nuo Evo 2 kaufen. Und ich würde mir von Asher das McLaren Wheel kaufen, das Atura Pro. Das würde ich noch wechseln, anstatt dem Cube Controls. Aber mein Daily Driver ist jetzt mein Cube Controls Wheel. Das würde ich noch wechseln. So, und das wäre das, was ich mir heute kaufen würde. Zu den Preisen nochmal ein kleiner Disclaimer. Kommt jetzt ein bisschen spät. Aber vielleicht kann Paul das ja nach vorne schneiden. Also zu den Preisen, das sind alles die Preise von den Homepages und von den offiziellen Reseller-Stores in Europa. Okay? Also hier ist nicht irgendwie irgendwas, das ist das, was du, wenn du es jetzt bestellen würdest, bezahlen würdest für die Preise, die hier angegeben sind an der Stelle. Und jetzt, nochmals, bin ich ein bisschen auf dich angewiesen, denn ich würde euch sehr, sehr gerne versuchen, wie ich das mit den Pedalen gemacht habe, oder wir würden gerne versuchen, so wie wir das mit den Pedalen gemacht haben, für euch das Ganze in diesem Rahmen umzubauen und euch eine Hilfestellung geben, was ihr wie, wann, wo einkaufen würdet oder wie wir euch unter die Arme greifen könnten, euch das vereinfachen würden, eine Kaufentscheidung zu geben. Ich möchte einen kleinen Disclaimer nochmal hier raushauen an der Stelle. Es gibt bei mir keinen Preis-Leistungs-Vergleich. Weder bei Pedalen noch bei Lenkrädern. Aus folgenden Gründen. Preis-Leistung definiert jeder für sich. Aus dem ganz einfachen Grund, da bei Pedalen
ein persönliches Empfinden mit drin ist. Das heißt, nur weil ich beispielsweise Pedalen super geil finde und die total toll finde für den Preis und ich eine Menge dafür kriege, heißt das nicht, dass das bei dir genau dasselbe ist. Ein kleines Beispiel, um euch das zu erklären, anhand von Lenkrädern. Für mich persönlich ist aktuell der Banger, was Lenkräder angeht, im Einstieg von Prohlsimmer das F1 Wheel. Ich nenne es jetzt einfach mal F1 Wheel. Das ist Costa Quanta für die Qualität, die es hat, absolut gigantisch. Das ist ein super geiles Wheel, das ist super wertig, damit kannst du Leute erschlagen und es kostet im Grunde genommen für die Verhältnisse ein Apfel und ein Ei. Jetzt habe ich das damals Andreas, also Error, meinem Teamkollegen empfohlen und auch Kumpel, nicht nur Teamkollege, wir werden mal unsere 11-jährige Freundschaft nicht ab, sonst ist sie bald vorbei. Dem habe ich das empfohlen, der hat sich das gekauft, hat gesagt, yo, ist Banger Lenkrad, ist total super, aber mir gefällt das nicht wirklich, ich mag das nicht so gerne. Und der hat das dann später gewechselt an der Stelle. Und selbiges gilt auch für Pedale, das ist immer so ein persönliches Gefühl, ob dir das gefällt oder nicht, weswegen wir auch die Übersicht für die Pedale gemacht haben. Und deswegen gibt es bei mir keinen Preis-Leistungs-Vergleich, weil am Ende musst du für dich rausfinden, was für dich am schönsten und besten ist, was dir am besten in der Hand liegt, was dir am besten an den Füßen liegt. Und da brauche ich mal ein bisschen deine Hilfe bzw. dein Feedback, denn es wäre sehr, sehr schön, wenn du mir sagen könntest, nach was für Parametern du beispielsweise deine Sachen aussuchst. Damit ich das eventuell, weiß ich nicht, für die jeweiligen Gruppen und Preissegmente, die 1, 2, 3, 4, 5 Bundles zusammenbauen könnte, wo ich sage, jo, das funktioniert und das ist von der Qualität her super, Kundensupport etc. pp. Und das würde dein Gefühl sozusagen bedienen. Also gebt mir noch diesbezüglich zu dem Thema mal ein Feedback und dann basteln wir da mal in der Zukunft was für euch zusammen und dann kommt da mal ein Video zu den verschiedenen Preisklassen und dann kannst du anhand dieser Preisklassen oder der Auflistung kannst du dann entscheiden, was du dir später vielleicht kaufen möchtest. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Vielen Dank für eure Kommentare und für das Feedback. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe heute sehr lange gesessen und mir den Kopf zermartert und irgendwann festgestellt, es gibt einfach 300 Millionen Kombinationen, die man sich kaufen kann. Und irgendwann wird es auch einfach ein bisschen zu wild. Denn wir haben die Möglichkeit, so viele Sachen zu kaufen, weil so viele Sachen rausgekommen sind, dass man doch schon überschwemmt wird mit Dingen. Tschüss, schönen Tag noch und bis später vielleicht im Livestream. Hau rein. Tschüssikowski. Bis denn.